Hallo zusammen. Ich war gerade eben wieder laufen. Ich muss öfters laufen gehen, joggen, Fitness machen, Sport machen. Denn wenn du viel Sport machst, fühlst du dich besser. Und womit die Geldausgeberei zu tun hat, ist oft, das kann man eigentlich nicht oft genug sagen, das sind Leute eigentlich auch, die alleine sind oder traurig sind. Depressiv, hi hi, die kaufen gerne halt ein, weil sie glauben, dass ihre Depression besser wird. Das ist einfach so und ich glaube, das ist ein großes Geldgrab, ist, wenn man sich unwohl fühlt, unzufrieden ist, zu viel Medienkonsum und nicht genug draußen ist, nicht genug andere Leute trifft. Das ist, glaube ich, ein guter Trick, um sparsam zu werden, dass man ein bisschen aus seiner Haut geht, hi, alle zusammen. Dass man ein bisschen mehr Sport macht, Fitness macht. Das muss ja nicht sein, dass jemand gleich einen Marathon läuft. Aber das Problem ist, dass wir heute zu träge sind, zu viele Medien konsumieren, zu viele Fernseh schauen. Und dann zieht man mal die Laufschuhe an und man geht ein paar Blöcke laufen. Oder du nimmst das Rad oder machst einen langen Wanderspaziergang mit der Familie. Hallo zusammen. Oder du quälst dich halt im Fitnessstudio ab, aber da kann man jetzt gar nicht sagen, was das perfekt ist. Da kann ja jeder das für sich raussuchen. Also wie gesagt, ich war gerade laufen, deswegen sind meine Haare so wild und ich will ein paar Pfunde abtrainieren und mich ein bisschen anstrengen. Aber wie kriegst du noch den sparsamen Lebensweg hin? Halt in Discounter gehen, sowas wie Aldi und Lidl sind doch super Sachen, da muss man gar nicht die Preise vergleichen. Frische Sachen einkaufen. Gemüse, frisches Gemüse zu Hause halt kochen. Wenn es auf der Arbeit teuer ist, nimmst du was zu Hause gekochtes mit, kannst in so eine Art Superware einpacken. Was die Kollegen denken, kann dir egal sein, ist ja auch oft auch gesünder. Das Auto öfters stehen lassen oder wenn es möglich ist, ganz das Auto zu verkaufen und auf ÖPNV setzen, Rad oder Beine. Das ist ein guter Punkt. Klappt nicht bei jedem, aber nach Möglichkeit, man kann auch überlegen, umzuziehen, eine günstigere Wohnung, günstigere Lage, mit einem besseren Weg, kürzeren Weg zur Arbeit. Da kannst du viel Geld sparen und Zeit sparen und Nerven sparen. Das ist alles möglich. Natürlich kann ein Umzug auch Geld, kostet natürlich auch Geld. Ein Umzug ist nervig und kostet jede Menge Extraarbeit, aber es kann sich mittel- und langfristig durchaus lohnen. Allein die Zeitersparnis, wenn du weit pendelst, überleg wirklich einen Umzug zu machen, weil pendeln, das raubt dir so viel Zeit jeden Tag und auch so viel Geld, solltest du mal in Erwägung ziehen, wenn es möglich ist. Man muss immer flexibel sein im Leben. Und wie kannst du noch sparen? Erstaunlicherweise würde ich mal sagen, weil das Geld ausgeben hat auch mit Einsamkeit zu tun oder mit Unzufriedenheit. Treff einfach deine besten Freunde, ruf die an, lade die ein zum Kaffee, zum Tee oder zum Snack irgendwo. Da kannst du dich auch zur Not irgendwo in einen Café setzen, aber irgendwie zusammensetzen. Tagebuch, schreib ein Tagebuch, das hilft gut, die Gedanken zu sortieren. Wenn du deine Gedanken halt sortierst, dann machst du keine emotionalen Kurzschlusshandlungen. Und das kann helfen, Gedanken aufschreiben, Tagebuch, Ziele aufschreiben, wie gesagt, Sport machen, Freunde treffen, Freunde anrufen, deine besten Freunde anrufen oder jemanden, mit dem du schon lange nicht mehr gesprochen hast, eine E-Mail schicken und verabreden oder auf Skypen oder so. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Oder einfach, mach einfach einen langen Spaziergang oder frag den Nachbarn, ob er Lust hat auf einen Tee irgendwo. Oder ich lade als Nachbarn ein, so zu so einem Selbstbedienungsbuffet mittags. Das ist halt ganz kultig. Und dann kann man auch networken mit so Leuten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel was zu reparieren habe, ich kenne da Leute, die helfen mir dann auch, weil ich bin jetzt nicht handwerklich in allen Sachen begabt und kann der eine mal helfen beim Fliesen ausbessern und der andere kann mir helfen, wenn ich einen neuen Wasserhahn brauche, weil das so ein Klapperding ist. Aber im Grunde geht es, dass man ein bisschen rausgeht, nicht so lange vom Fenster sitzt. Ich glaube, die Kauferei hängt wirklich damit zusammen, dass Leute auch einsam sind oder unzufrieden. Und dann denken sie, sie können mit der Kauferei ihre Zufriedenheit im Grunde einkaufen und lösen so Probleme. Aber im Grunde ist es dann noch schlimmer alles. Denn dann kommt ein Geldproblem dazu und dann hast du den ganzen Plunder. Eher würde ich sagen, misst du zu Hause aus, dann erreichst du das Gegenteil. An der Fitness arbeiten, an der Ernährung arbeiten und
Man muss nicht keine Mega-Fortschritte machen, du brauchst jetzt nicht das Sixpack, aber überall ein bisschen anstrengen und dann läuft das eigentlich wie von alleine. Und es macht sogar Spaß, joggen gehen oder ich weiß ja nicht, was deine Lieblingssportart ist oder lange Spaziergänge oder du, hier gibt es so auch Dogwalker, ich finde das faszinierend, die gehen hier in die Hochhäuser, holen sich drei, vier Hunde ab und gehen mit den Hunden spazieren jeden Tag. Das ist auch ein schönes Nebeneinnahmen sind das. Und man ist halt unterwegs in der Natur, ist eine super Sache. Also, man ist, kann da kreativ sein, kann sogar noch Geld nebenbei verdienen, wird fitter und das ist ja eigentlich die ideale Kombi, wenn du halt Hunde magst. Nur so als Beispiel. Okay, das war eigentlich schon das, was ich sagen wollte. Sparsamkeit kann man auch lernen mit der Zeit. Vielleicht auch. Es gibt so Sachen, dass man halt größere Pakete oder so kauft. So Boxen gibt es, glaube ich, auch so Mengenrabatte, stark in den USA. Ich glaube, in Deutschland nicht, wenn man zum Aldi oder Lidl geht. Da muss man nicht mega Packungen kaufen, um zu sparen. Aber kauf einfach nur das, was du auch wirklich brauchst. Lebensmittel braucht man im Grunde immer. Am besten sind halt frische Sachen, Obst und Gemüse. Und da wirst du das schon. Dann merken, wie das funktioniert. Und dann kommt das Sparen und investierst volle Kanne in ETFs. Und dann wirst du sehen, wie dein Vermögen zunimmt, deine Zufriedenheit zunimmt und alles sich im Grunde verbessert. Und dein soziales Ranking wird auch sich verbessern. Deine Freunde werden merken, dass du dünner wirst, dass du fitter wirst auf der Arbeit. Und die werden dich vielleicht fragen, warum du jetzt ein älteres Auto fährst oder warum du nicht dich daran beteiligt hast, an dem neuen Smartphone waren und so. Ja, irgendwie muss man nicht jeden Trend mitmachen. Und du wirst sehen, das wird dich voranbringen. Und es wird erstaunliche Wirkungen haben, wenn du so eine Couch-Potato warst und viel Fernseh schaust und du raffst dich auf und machst mal längere Spaziergänge oder einen kleinen Jogging-Ausflug oder machst eine lange Wanderung mit einer besten Freundin oder Freund. Und machst das zu so einer Art Stetigkeit oder du machst Yoga oder gehst auf das Trimm-Dich-Rad, gehst Gewichte heben, es gibt so viele Möglichkeiten, schwimmen. Okay, ja, das war das. Bitcoin habe ich nicht, halte ich nichts von. Okay, noch ein paar Fragen. Ladengeschäfte versus Onlinehandel. Ja, da gibt es ja unterschiedliche Studien zu. Da gibt es ja unterschiedliche Resultate. Ich weiß jetzt gar nicht, was besser ist, Ladengeschäft oder Onlinehandel. Spricht jetzt eigentlich nichts gegen den Onlinehandel per se. Zu den Fangaktien, okay, Fang kann ich dir gleich sagen. Machst du ein Video zu den Fangaktien? Fangaktien, das ist Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google. Das G steht für Google, heißt jetzt hier Alphabet. Und die sind alle eigentlich Google und Facebook, die beherrschen die Online-Welt, das Ganze, die leben eigentlich von der Werbung. Der gesamte Umsatz speist sich im Grunde aus Werbeerlösen. Das sind ja die Werbeagenturen und die Großkonzerne. Die buchen da alle ihre Werbung und die sind total clever. Die erreichen massenweise Menschen, Milliarden Menschen, Facebook und Google. Die beherrschen also den Online-Werbemarkt und es verlagert sich sehr viel online, wie ihr ja selbst wisst. Und die haben so ein Monopol aufgebaut und die großen Fangaktien sind auch sehr clever, was künstliche Intelligenz angeht. Die nutzen das aus. Zum Beispiel Yahoo war früher eine Suchmaschine, die waren eigentlich der Starter der Suchmaschinen und die haben die künstliche Intelligenz komplett verschlafen. Heute guckt keiner mehr nach bei Yahoo oder bei Bing von Microsoft. Also Google ist führend, was die Internetsuche angeht. Und Facebook nutzt auch die künstliche Intelligenz, wenn es darum geht, um Freunde zu finden oder die Themen zu sortieren, die dich interessieren. Facebook zeigt dir die relevanten Themen, die wirklich deine Themenfelder sind. Die lernen durch dein Nutzungsverhalten, lernt im Grunde Facebook. Die haben eine intelligente Software, einen Algorithmus. Das sind dort hochintelligente Firmen. Also die haben total die cleveren Talente und wissen, wie man die heutige Software, die Learning Machines einsetzt und lernt. Und die investieren auch in autonomes Fahren, Google zum Beispiel, das ist auch ein Megatrend. Und auch die Baidu macht das. Also die Tech-Konzerne, das sind Cash-Maschinen, riesige Cash-Maschinen und extrem profitabel.
Also die Fangaktien sind allerdings auch hoch bewertet, aber die sind so, die Vormachtstellung ist so groß, dass kaum daran gezweifelt wird, dass das nicht weiter so bestehen bleibt. Ich besitze Google-Aktien, also Google-Aktien, Facebook-Aktien und Netflix-Aktien. Amazon habe ich mir noch nicht gekauft, aber werde ich bestimmt irgendwann mal noch tun. Und Apple habe ich keine, die besitze ich indirekt über Berkshire Hathaway. Der Warren Buffett ist ja eingestiegen bei Apple. Okay, noch eine Frage? Habt ihr noch Fragen? Ich habe jetzt leider nicht alle gesehen, aber 3M, ja, die machen alles Mögliche. Ich glaube sogar Scotch Tape und so, diese Klebeetikette, das sind auch so Dividendenmaschinen. Grüße nach Offenbach. Dialog Semiconductor, ja, die arbeiten jetzt zusammen mit Apple und da gibt es Gerüchte, dass die da irgendwie rausfliegen oder so, aber keine Ahnung, das ist so ein Chip-Designer. Dialog Semiconductor, ich habe sogar mal mit dem Vorstand telefoniert für ein Interview, ist aber schon länger her, war eigentlich so total die Erfolgsmaschine. Der Umbau bei Coca-Cola, ja, Coca-Cola leidet ja an dem Gesundheitstrend, aber die expandieren in neue Getränkesegmente und Smart Water und isotonische Durstlöcher und dann machen sie stark so in diese Energy, in den Energy-Bereich, Tee-Bereich. Ich glaube, die können das sehr clever balancieren, wieder ins Lot bringen, aber die haben schon zu kämpfen. So wie alle anderen Lebensmittelhersteller. Aber ich mache mir um Coca-Cola keine Sorgen. Ich besitze sie nicht, nur indirekt über Warren Buffett, der besitzt ja 10%, glaube ich, an Coca-Cola. Aber die Leute, die ernähren sich schon gesünder und achten auf die Ernährung, das tut denen halt schon weh. 3D-Systems-Aktie, sehr stark gefallen, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Abfüller, was? Verstehe es auch nicht. Ja, okay. Starbucks, nein, besitze ich nicht, ist aber eine super Firma. Ich gehe da halt mal hin und sündige und trinke teuren Kaffee. Ich bin auch nicht perfekt und manchmal zu sündigen ist vollkommen in Ordnung. Ich kann mich da unglaublich gut entspannen oder konzentrieren bei der Arbeit, weil ich nicht abgelenkt werde. Ich gehe da hin, obwohl es so laut ist und so viele Leute, ich kann da voll gut arbeiten. Ich muss mal einen Artikel machen. Und wenn ich da hinten dran bin, nehme ich meinen Computer, setze mich da rein, 1, 2 Stunden und dann mache ich erstaunliche Fortschritte. Ich weiß gar nicht, da gibt es auch Studien zu, dass man sich da irgendwie in diesen Cafés gut kreativ konzentrieren kann. General Electric ist abgestürzt, hat sich halbiert im Kurs, weil die Frage hier kommt. General Electric halbiert, ja, total abgebrochen, eingeknickt und kann sich bestimmt wiederholen. Die haben Probleme. Weniger Cashflow und das läuft alles nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Consors, ja, ich war bei der Consors Bank und die haben mich rausgeschmissen, weil ich im Ausland lebe. Die wollen mich nicht haben und der Depotumzug, der dauert Ewigkeiten. Die sind total langsam also meine Empfängerbank, das ist ein Discount-Broker in den USA, da ziehe ich mein Depot hin um und die haben mir gesagt, die antworten 10 Tage lang nicht, dass die Abteilung, die da zuständig ist für den Depotumzug. Und das sind total die Schnarchnasen bei Consors Bank. Und das zieht sich schon fast 3 Monate hin, mein Depotumzug. Und das sind immer noch Wertpapiere, die sie nicht umgezogen haben. Das sind auch Positionen in meinem Depot. Und das ist alles Kraut und Rüben. Also es ist eine Katastrophe. Consors Bank, leider Gottes, haben sie mich. Ich wäre gerne dort geblieben. Erstens schmeißen sie mich raus und dann kümmern sie sich nicht um meinen Depotumzug. Also, da müsste ich noch mal ein eigenes Video zu machen und da mal den auf die Mütze hauen. Aber richtig auf die Mütze hauen, weil das kann ja auch nicht sein. Du kannst ja nicht eine Banklizenz haben. Du hast ja Rechte und Pflichten. Also, du als Bank kannst du ja auch nicht gerade schauen, wie es dir gerade so gefällt. Du musst ja auch deine Arbeiten erledigen. Nicht nur Gebühren kassieren, sondern ich glaube, in einer angemessenen Zeit sollte man so einen Depotumzug schon auf die Beine stellen. Und der Kollege, ich habe sogar den Namen, ich habe die Konversation, ich habe die E-Mails gesehen von meiner Empfängerbank. Ich bin dahin, habe gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, fast ein Vierteljahr. So Schlafnasen, warum dauert das so lange? Und er hat mir die E-Mails gezeigt und ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der antwortet seit 10 Tagen nicht. Und dann heißt der Kollege bei Consors ist krank und dann heißt er ist was weiß ich. Und also der Katastrophe, Consors Bank. Vielleicht, wenn es euch interessiert, dann müsst ihr aber abstimmen in den Kommentaren. Mache ich da nochmal ein eigenes Ding zu.
Die haben mir gekündigt bei Consorsbank, weil ich im Ausland lebe und so genau die Begründung verstehe ich auch nicht, aber die müssen da wohl bürokratische Erfordernisse, keine Ahnung, Transparenzrichtlinien. Kenne ich mich jetzt auch nicht im Detail aus. Aber die haben auch anderen Leuten gekündigt, die in den USA leben, anderen Deutschen. Oder jemand hat mir geschrieben, der lebt in Neuseeland, haben sie gekündigt. Die scheint da einiges umzubauen und so. Aber die kündigen halt Leute und können dann halt den Depotumzug nicht bewältigen in der angemessenen Zeit. Ist eigentlich nicht fair. Ist nicht richtig. Aber gut, als Kunde kannst du hier kaum was machen. Außer du kannst dich beschweren bei der BaFin, bei der Aufsichtsbehörde. Das wäre noch eine Möglichkeit. Die Frage ist, was die machen, was es bringt. Okay. Die Deutsche Bank hat das auch so gemacht. Die haben Leute, ja genau, die haben Leute, die im Ausland leben, rausbuxiert. Genau, ich kenne auch jemanden, der da gegangen worden ist und sehr verbittert und verärgert war. Aber man ist da denen auch ausgeliefert im Grunde. Wobei ich das nicht richtig finde. Und nicht in Ordnung. Man kann nicht einerseits Leute anwerben und sie dann später rausschmeißen. Okay, noch eine Frage. Cap Trader in Deutschland. Ja, da habe ich schon was von gehört. Keine Ahnung. Kann ich wenig zu sagen, habe ich keine Erfahrung gemacht. Ich habe nur Erfahrung gemacht mit Consorsbank und war jetzt eigentlich immer zufrieden, sehr zufrieden, aber bei dem Rauswurf natürlich verärgert über den Rauswurf und dann über den langsamen Depotumzug, extrem langsamen. Das zieht sich ewig hin und da rufe ich dann an im Callcenter und dann antworten sie nicht und dann schicke ich denen eine E-Mail, antworten sie von Consors mir auch nicht. Ich sage, es kann doch nicht sein, es sind schon fast 3 Monate und die antworten nicht bei euch. Wie kann das sein? Und dann irgendwann, platzt da mir auch die Hutschnur. Da muss man ja sagen, also einerseits schmeißt ihr mich raus, ja, und andererseits kümmert ihr euch da nicht, dass mein Depot umgezogen wird. Also gut, Konsors. Vielleicht mache ich nochmal ein Konsors-Video. War da noch eine Frage? Es gibt schon gute Direktbanken. Wenn man die finanzielle Freiheit als Ziel und einen sicheren Job hat, den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Ja, ob man dann den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, na, wahrscheinlich nicht. Also ich sag mal, den perfekten Job findest du eh nicht. Also die Leute, ich gehe also in so Feiertreffen, das heißt Financial Independence Leute, sind das die streben das sehr, sehr intensiv an, die finanzielle Freiheit. Und man hört aus den Gesprächen heraus, die meisten sind angestellt, haben einen relativ guten bezahlten Job, sind aber sehr, sehr motiviert, verdienen ordentlich Geld und haben eine enorme Sparquote, 50, 60%. Und die ziehen den Job durch, auch wenn sie ihn nicht immer mögen. Die sagen sich, okay, den Job, ich habe da gesicherte Einnahmen, ich kann mir das fast ausrechnen, wann ich frei bin. Und die rechnen sich dann aus, ich bin in 8 Jahren frei. Dann sagen die sich, dann mache ich halt die 8 Jahre Sklaventum weiter, weil danach ist die Freiheit da. Und wenn ich jetzt was anderes mache, dann riskiere ich das in 8 Jahren zu schaffen. Wenn du dir eine berufliche Freiheit aufbaust oder eine Selbstständigkeit, ist das auch nicht so einfach oft. Ist eine schwere Sache, nicht, also Selbstständigkeit, es hängt vom Beruf ab und von der Sparte hängt davon ab, was du machen willst. Aber grundsätzlich ist so eine Selbstständigkeit schwer aufzubauen, nicht einfach. Gibt viele, die das versuchen. Und oft auch mit hohen Kosten verbunden. Es fängt bei der Webseite an und bei rechtlichen Sachen, bei Gründungskosten, steuerlichen Kosten, Kundenaufbau, Marketing, Werbung. Nicht so einfach. Okay, noch eine Frage. Jetzt habe ich leider nicht alle beantworten können. Börsentag nach München dieses Jahr, ob ich da hingehe, glaube ich wahrscheinlich nicht. Mich hat niemand eingeladen. Okay, machst du auch kleine Abverkäufe oder nutzt du Dividenden? Ja, Abverkäufe mache ich. Nee, nicht. Keine Aktienabverkäufe, aber Dividenden, die nutze ich zum Großteil. Die Dividenden kommen bei mir eigentlich ins Girokonto, die werden verfrüchtigt, die gebe ich aus für meine laufenden Ausgaben. Ich habe ein Budget von, glaube ich, 20.000 Dollar grob im Jahr brauche ich. Davon lebe ich. Also ich habe Dividenden, die das zum Großteil speisen, eine kleine Mieteinnahme und meine berufliche Nebentätigkeit. Das sind meine drei im Großen und Ganzen, drei Einkommensflüsse. Zwei davon sind passiv, eins ist aktiv, die kleine Nebentätigkeit, die journalistische. Und davon kann ich leben, kann ich meine
Kosten für Wohnung, Essen und Reisen bezahlen. Aber alles sehr, sehr bodenständig. Ich bin, habe immer gearbeitet, immer Jobs gehabt, schon als Jugendlicher. Okay, deswegen, ich habe keinen Bock, mein Geld zu verpulvern. Ontex kenne ich jetzt nicht. Wo bist du eigentlich zu dem Job gekommen? Wie bist du? Ich war zuerst Diplom-Betriebswirt. Ich habe die Berufsakademie gemacht. Dann bin ich im öffentlichen Dienst gelandet, in der Controllingsabteilung bei einer Stadtverwaltung. Habe Kostenlisten gemacht. Ich habe immer Kosten, so Excel-Sheets gemacht, Kosten analysiert, verschiedene, auch kalkulatorische Kosten. Und ich habe kennengelernt, was so eine Stadtverwaltung enorme Kosten hat. Von der Müllabfuhr, von der Wasserversorgung, Abwassersysteme, das sind Millionen. Und da habe ich immer Kosten sortiert, Personalkosten, Raumkosten und so Kostenstellenmanagement, die müssen ja auch sparen und die machen interne Kostenverrechnungen, der öffentliche Dienst. Da habe ich dann, aber das war mir zu langweilig, dieser Buchhaltung und Kostenkalkulation. Dann habe ich Journalismus studiert und dann habe ich gearbeitet in Frankfurt für den Börsenbriefherausgeber Egbert Prior. Das ist ein super Typ. Der hat mir total viel Freiheiten gelassen. Und da habe ich viel gelernt, total viel, bin immer auf die Konferenzen gegangen, auch von Neuemissionen und so, von diesen ganzen neuen Marktzeiten. Ja, und dann habe ich da nebenher diese Analystenausbildung gemacht und später bin ich dann nach New York gewechselt und dann dort freier Mitarbeiter geworden für verschiedene Medien. Ja, bin aber jetzt nicht mehr so, dass ich morgens aufstehen muss und zur Arbeit mich quälen muss. Sondern ich bin frei, ich entscheide, was ich mache. Und ich brauche sogar die freie berufliche Mitarbeiterschaft. Ist hilfreich, aber im Notfall bräuchte ich sie noch nicht einmal. Ja, okay, dann meine Sparmaßnahmen habe ich euch gesagt. Discounter gehen, Aldi, Lidl ist cool, hier ist es Walmart. Dividendenrendite langfristig. Die Dividendenrendite, ja, Dividendenrendite, also ich verdiene an Dividenden, war deutlich über 1000 Dollar im Monat. Ich schätze mal so 1400 Dollar oder so. Aber du wolltest was wissen zur Berechnung, da habe ich jetzt nicht ganz die Frage verstanden. Also ich habe ganz klein angefangen, ganz kleines Depot aufgebaut, mini, mini, mini. Und hi Gunther, Grüße nach Schriesheim. Ja, wir müssen uns mal wieder treffen und durch den Wald spazieren gehen und so und Gedanken austauschen. Das ist immer kultig. Du hast so super Ideen auch zum Kochen und Fitnessprogramme und so. Du kennst dich total super aus. Und du hast mir damals schon erklärt, dass Reisessen und Kohlenhydrate sind total gesund und dann wird man schlank und immer gute Infos. Und das stimmt, das stimmt. Ja, also meine Frage war Dividende, Kapital mal 100 ist gleich Prozent. Ach so, die Dividendenrendite. Ja, man kann die Dividendenrendite auf den Einsatz rechnen, den man bezahlt hat. Aber normalerweise wird die Dividendenrendite berechnet auf Basis des Kurses. Das heißt, wenn du jetzt Procter & Gamble kaufst oder was weiß ich, hast du oder Cisco hast du 3% oder Walmart 2,5%, ich sage es mal aus dem Kopf heraus. So wird das eigentlich berechnet, Dividendenrendite. Aber es gibt Leute, die berechnen die Dividendenrendite auf ihren Kapitaleinsatz. Und dann kann das 100% sein. Ich habe CTS Eventim gekauft vor vielen Jahren für 2500 Euro und habe sie einfach liegen lassen, Buy and Hold gemacht, extrem, bis heute durchgehalten. Und das Ding ist explodiert auf 120.000, 140.000 Euro, ich weiß es gar nicht mehr. Riesenposition. Und er hat immer wieder Aktiensplits gemacht und Gratisaktien ausgegeben. Der Gründer und Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg, das ist ein totaler Profi, der hat da eine Riesenmaschine draus gebaut. Ich habe das einfach laufen lassen, buy and hold. Und wenn ich mir die Dividenden anschaue, dann sind das mindestens die 2500 Euro jedes Jahr, die ich da kriege, was ich mal ursprünglich eingesetzt habe. Das heißt, meine Dividendenrendite ist ja monstergroß, die Dividendensumme. Das passiert bei Buy and Hold. Netflix habe ich gekauft für 5000
Euro vor vielen Jahren, als die eine Krise hatten. Und heute ist das Ding auch über 100.000 Euro wert. Das passiert mit Buy and Hold. Aber ich will mich hier nicht glorifizieren. Ich habe auch Mist gebaut. Ich habe Aktien im Depot, die sind im Grunde wertlos. Komplettverluste gehört auch dazu. So ist das halt an der Börse. Am besten, die großen Risiken kannst du meiden, indem du einfach ein ETF kaufst. Okay. Ja. Okay. Wie viel Kohle steckt drinne? Wäre doch mal cool zu wissen. Ja, in was hast du laufende Aktiensparpläne? Ja, ich hab so ein Drip-Programm. Das heißt, meine Dividenden werden automatisch reinvestiert, gebührenfrei. Und ich kaufe immer Bank of America automatisch zu. Das passiert im Hintergrund. Ich kriege dann immer eine E-Mail. Ah, oh, wir haben wieder eine Order ausgeführt, Bank of America. Dann haben sie wieder 4 Aktien zugekauft. Das passiert alle paar Wochen. Oder 5 Aktien, je nachdem. Und da wird es immer mehr. Und Bank of America ist meine größte Position geworden. Eigentlich müsste ich von Risikogesichtspunkten aus woanders jetzt mal aufstocken. Okay. Aktien, Optionen mache ich nicht, um günstige Einstiegskurse zu kriegen. Nein, mache ich. Ich kaufe einfach ganz langweilig Aktien. Ohne Optionen und so. Wow, wie groß mein Vermögen ist, was in Aktien steckt. Oh, ob ich das verraten soll. Es ist schon sehr groß geworden. Ist der Schneeball. Wenn der mal ins Rollen kommt, dann rollt er wirklich. Und ich will ja nicht angeben, aber es ist schon wirklich groß geworden. Ich glaube, ich habe da mal eine Andeutung gemacht in einem Video, aber ob ich das jetzt an die große Glocke hängen will. Aber das ist so. Wenn du mal sechsstellig bist, die 100.000 überwunden hast, dann motivierst du dich auch mehr und dann hast du gelernt, wie man Spaß am Leben, dann kommt der Schneeball so richtig ins Rollen halt, weil wenn es dann mal 10% steigt, die Börse hast du wieder 10.000 verdient, ohne was zu tun und dann sparst du nochmal, vielleicht weil du ein eifriger Sparer bist, aus deinem Einkommen jeden Monat 700 Euro oder aus einem Nebenjob und dann addierst du das nochmal dazu und dann hast du gleich nochmal 10.000, dann hast du 120.000. Und hast du vielleicht noch ein paar gute Jahre, dann geht es ruckzuck nach oben. Also es geht wirklich schnell, dann hast du die 200.000, dann die 300.000, dann die 400.000. Also irgendwann läuft das wie verrückt. Und also es funktioniert, kann ich nur sagen. Wir hatten wobei auch natürlich fantastische Jahre und ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen Glück gehabt, okay. Ja, ich habe gar kein Programm, um da die Übersicht zu behalten. Ich mache einfach extrem Buy and Hold. Ich muss mir sehr, sehr genau überlegen, wenn ich was kaufe. Und dann bleibt das einfach liegen. Ich gucke da gar nicht jeden Tag nach. Ist auch gar nicht so hilfreich, wenn man zu viel nachschaut. Am besten ja monatlich, wenn was übrig ist, voll reinbuttern mit so einem Sparprogramm. Ist eigentlich automatisiert, ist am besten so ein ETF-Sparprogramm oder Aktiensparprogramm. Weil das Timing kriegt man ja gar nicht hin und dann hast du eine Lieblingsaktie, sagen wir mal, deine Lieblingsaktie ist die Allianz, weil ja die Deutschen sich so gerne versichern und dann kannst du vielleicht bei deiner Bank so ein Aktiensparprogramm machen oder der ETF S&P 500 oder so Emerging Market ETF, die sind ja relativ günstig im Vergleich zum S&P 500 oder du nimmst europäische Aktien, einen Aktienkorb ETF, auf günstige Gebühren achten, extrem günstige Gebühren, ganz, ganz wichtig. Wenn du ein ETF nimmst und Ordergebühren auch so gering wie möglich. Manche Discount-Broker haben ja so ein kostenloses Sonderaktion, wo man dann kostenlos kaufen kann. Also such dir ein ETF aus, mach ein Sparprogramm, aber such dir wirklich einen günstigen aus, weil die Gebühren hast du im Griff, die kannst du kontrollieren, den Rest nicht. Also fokussiere dich wirklich auf die Gebühren. Okay, buy and hold, wie man bleibt so cool. In der Börse Nikkei, ja, Japan war ein Desaster. Aber erholt sich ja auch mittlerweile. Und man spart halt ständig weiter und dann muss man halt einfach auch ein bisschen streuen. Wenn du Angst hast vor Aktien, streust du ein bisschen. Vielleicht kaufst du ein paar Garagen, vermietest die noch. Oder machst du ein bisschen Gold in dein Depot, wenn du ängstlich bist wegen Nikkei-Einbruch. Aber warum soll ich mir den schlimmsten Aktienindex anschauen, die schlimmste Periode, und das dann als Basis nehmen für meine Entscheidungen? Okay, du kannst ja auch weltweit streuen. Wir nimmst einen World ETF. Okay, Vermögen von der Person größer. Was habe ich jetzt alles? Sorry, war es zu schnell. Aber jedenfalls, am besten ist halt ein bisschen Fitness machen, ein bisschen auf die Ernährung achten, ein bisschen auf die Finanzen achten.
Das ist ein guter Mix. Weniger Zeug kaufen, weniger Plunder kaufen, bisschen Finanzvermögen aufbauen, Schulden tilgen, weil Schulden sind eh nicht gut. Und ein bisschen von der Couch wegbewegen. Auf der Couch rumzuliegen ist nichts hier. Bringt wenig. Okay, muss ich mir an die eigene Nase fassen, ich muss ein bisschen mehr Sport machen. Ich habe ein bisschen zugenommen und das Jahr hat gut angefangen. Ich quäle mich ein bisschen raus, gehe ins Fitnessstudio, esse gesünder viel Obst, so Weintrauben und Wassermelonen. Und kann man alles essen: Birne, Äpfel, Mandarinen, Orangen, alles lecker. Und statt diesen fettigen Sachen, die es bei dem Fastfood gibt, muss ich mich fokussieren so auf Bohnen und brauner Reis und Brokkoli und so Sachen, halt Zucchini, Zwiebeln und so weiter und so. Okay, hi Michael, danke für den Content, weiter so. Ja, danke Hermann, danke fürs Zuschauen, ihr seid echt super. Also, ich muss mich ja bei euch auch bedanken, das sind ja wenig Kritiker. Die meisten Leute sind hier 90% positiv. Supplements nehme ich keine, da gibt es ja auch viel Schwindler mit diesen ganzen Pulvern und so, weil die Frage kam, keine Eiweißpulver eigentlich, ja. Ja, danke fürs Zuschauen und für die Aufmunterung und den Zuspruch. Ich habe hier wirklich grandiose Leute, die hier. Ich habe einen, der hat sich gemeldet, der hat gesagt, ich habe jetzt gerade finanzielle Probleme und seine Eltern sind ins Pflegeheim gekommen und da hat er sich halt da um die Eltern gekümmert und er hat gesagt, ich bin jetzt in so ein Finanzloch gefallen und finanziell war es schwieriger. Aber der hat eine Nebentätigkeit ausgebaut und der repariert Geräte, eine Art Werkzeug repariert es. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, was er jetzt repariert. Das ist ja vielleicht sogar ein Geheimnis. Aber es ist ein altes Werkzeug, was man zu Hause so hatte früher. Und er hat sich darauf spezialisiert, das zu reparieren und verkauft das dann auf eBay und macht da ein super Geschäft. Er hat gesagt, er verdient damit 2500 Euro im Monat grob. Und er hat gesagt, das ist der Wahnsinn und das ist ja eigentlich ein Geheimnis. Aber der muss sich trotzdem aufraffen finanziell und der liest jetzt bei mir und schaut die Videos und fragt immer nach, welche Direktbank. Und er ist total motiviert, obwohl er finanziell halt ein Problem jetzt gerade hat. Aber die Leute suchen nach Lösungen und ich finde das super. Muss ich sagen, alle Achtung vor so Leuten, die nach vorne schauen, die ein Problem lösen wollen, die sagen, okay, ich habe hier eine Schwäche und lass mich verbessern. Ich möchte abnehmen und dann muss man halt schauen, dass man ein bisschen läuft. Oder was weiß ich, ein bisschen Ernährung umstellt, weniger Fett isst, weniger vielleicht Käse und so, mehr ein bisschen frische Sachen, ohne alles zu frittieren und so. Okay, genau, da kann man halt überall sich ein bisschen anstrengen und dann fühlt man sich gleich besser, wenn man die Fortschritte macht und dann sieht man, wie der Ball ins Rollen gelangt und dann die Selbstmotivation, die steckt andere Leute an und ist einfach fantastisch. Wir haben so viele Möglichkeiten, es ist einfach unglaublich. Schau dir mal die Videos von Scott Hello Galloway an, Gunther. Man, ja, muss ich machen. Also, wir haben alle Möglichkeiten der Welt. Uns geht es eigentlich gut in der heutigen Zeit. In der westlichen Welt geht es uns gut. Wir leben in einer Demokratie und es ist ein technischer Wandel, der verunsichert viele Leute. Aber trotzdem haben wir so viele Möglichkeiten. Wir haben stabile Staaten eigentlich, obwohl es viele Diskussionen gibt. Aber uns geht es eigentlich gut. Wir sollen uns nicht so viel beschweren. Ein bisschen was draus machen aus dem und sein Buch The Four. Ich soll das Buch lesen. Vor, die vier, was? Ja. Genau, also wir haben viele Möglichkeiten, Optionen. Was ist denn dabei, mal einen langen Spaziergang zu machen oder einen kleinen Trimmdichtpfad zu laufen, jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder mal das Rad zu nehmen? Es ist wirklich, es ist, oder trefft deine besten Freunde mal zu einem Kaffee Latte ein oder zu einem Toastbrot zu Hause oder mach einen Salat und lade deine beste Freundin ein. Und plauder mal ein bisschen. Viele Leute, die sich allein fühlen, gehen shoppen. Das ist keine Lösung. Die gehen dann und kaufen irgendwelchen Plunder ein und denken, das wird dann besser. Also lieber weniger Kram und mehr soziale Sachen machen. Und ich glaube, das ist eine gute Einstellung fürs neue Jahr. Digitalisierung. Glaubst du, dass alle arbeitslos sein werden? Wie das so manche Kritiker behaupten? Nein, das glaube ich nicht. Es wird immer Jobs geben.
Digitalisierung, es werden, da entstehen ja wieder neue Branchen und Industrien und allein diese Datenanalyse und die Ingenieure. Und dann, wenn es auch mehr Reiche gibt, dann brauchst du auch wieder mehr Putzfrauen, mehr Köche, mehr Lieferdienste und so weiter und so fort. Also das ist auch so eine Art Pessimismus, die Welt wird besser und es gibt mehr Berufe, die Weltbevölkerung explodiert um über 1 Milliarde Menschen, sagen die Vereinten Nationen in den nächsten ein, zwei Dekaden. Allein Indien wächst wie verrückt. Also wir haben mehr Bürger, mehr Menschen auf der Welt, wir haben mehr Wohlstand, wir haben mehr Sicherheit, wir haben eine längere Lebenserwartung und deswegen wird eigentlich alles besser. Natürlich gibt es immer wieder Probleme und natürlich bleiben Menschen auf der Strecke, aber lass dich emotional nicht davon abhalten oder sei kein Pessimist, sei ein Optimist. Das hilft dir. Die meisten Gründer und erfolgreichen Leute sind alles Optimisten. Schau dir den Warren Buffett an, den Bill Gates, den Michael Bloomberg und wie sie alle heißen. Das sind alles Optimisten, obwohl sie auch Sachen kritisieren. Momentan Emerging Markets, ja, die sind günstig und aussichtsreich. Günstig vom KGV bewertet. Emerging Markets. Die Börse ist super gelaufen. Ja, ich bin optimistisch. Die Börse ist super gelaufen. Eine Korrektur ist gar nicht schlimm. Korrektur kann passieren. Und dann sparst du einfach stur und stetig weiter und versuchst das gar nicht zu timen. Wenn du investiert bist, realisierst du natürlich nicht deinen Verlust. Der typische Anleger macht immer den gleichen Fehler. Dann knallt die Börse nach unten. Dann ist das Drama groß und dann sind die Medien negativ und dann verkaufen die Leute unten. Und dann sitzen sie auf Cash, haben Angst, warten alles ab, bis sich der Staub gelegt hat. Dann sitzen sie auf Cash und Cash und Cash und machen alles ins Tagesgeld. Und dann steigt die Börse, dann warten sie ab und warten ab und warten ab und steigt, erholt sich wieder und dann ist der ganze Krisengeplänkel, ist alles wieder weg, dann hat sich erholt und wenn dann die Börse ganz oben ist, überlegen sich die ängstlichen Anleger von damals wieder zu investieren. Viel zu lange abgewartet, das Timing kriegt niemand hin. Deswegen ist am besten, du hältst das einfach stetig durch, deine Investments. Und wenn es runtergeht, ist es zwar ärgerlich, aber du sparst einfach weiter und dann geht es auch irgendwann wieder weiter nach oben. Die Börse ist eine Maschine, eine Geldmaschine. Da sind die besten Firmen der Welt gelistet, die erfolgreichsten und deswegen läuft die Maschine immer weiter nach oben. Schau dir die größten Firmen an, viele Technologiefirmen, haben wir ja gerade darüber gesprochen, Berkshire und Facebook und Amazon und Google und Netflix und so. Deswegen läuft die Börse nach oben, weil es die erfolgreichsten Firmen dort sind. Und man kann auch die Konservativen reinnehmen, sowas wie JP Morgan Chase, Bank of America, Exxon, Mobil, Chevron. Das sind mehr so die Value-Werte, die kann man auch reinmischen. Man macht nicht nur Wachstum, wenn einer sein eigenes Depot mischt, sondern der nimmt auch ein paar Value-Sachen rein. Das kann auch die Deutsche Post sein, die zahlen auch eine schöne Dividende. Oder die Allianz habe ich ja schon genannt. Was gibt es denn da? Münchner Rück. In Deutschland, was gibt es denn da noch alles? Gibt es ja auch schöne Perlen, auch Familienkonzerne, was wie Henkel, Beiersdorf, obwohl sie sauteuer sind im KGV, aber man, das ist ein sehr, sehr stabiles Geschäft, extrem stabil, die kann ja kaum was umhauen. Okay, das ist ja im Grunde Daimler, genau, wenn man Autos mag, Fresenius, Gesundheitsaktie mit dem Problem der Diabetes und der Nieren, des Nierenversagens. Glücksspielaktien wie Bet and Home, ja, das kann man machen im Glücksspiel. Ist aber ein trauriges Geschäft, weil hat auch mit Spielsucht zu tun. Aber da wird gutes Geld verdient, kann man machen. Da gibt es ja auch Wynn Resorts in Las Vegas und Las Vegas Sands, die verdienen Geld wie Heu. Die sind nach Hongkong auch expandiert, haben dort Casinos aufgebaut. Hi, Jan. Moin, moin. Ja, Glücksspielaktien kann man machen, klar. Da gibt es auch so Lottoanbieter und so. Virtuelle Lottoanbieter. Die bilden das Lotto nach. Und die machen eigentlich das gar nicht. Das ist okay, Microsoft. Bechtle arbeitet mit Microsoft zusammen. Ja, das ist so ein IT-Systemhaus aus dem Schwabenland. Sehr erfolgreiche Aktie, sehr, sehr stabil. Die arbeiten mit den Großkonzernen, mit den Mittelständlern zusammen. Liefern denen die ganze IT und Hardware, die so Firmen brauchen, Gewerbebetriebe und Großbetriebe. Bechtle ist ein super erfolgreicher Gründer geführt, lange Zeit. Und ich glaube, der Gründer ist in Pension gegangen, in Rente, in den Ruhestand.
und hat es seinem anderen Mitgründer, Kollegen übergeben. Es gibt ja schöne Familienkonzerne, sowas wie Bechtle, genau, da, oder Fielmann. Oder was gibt es denn noch so im mittelgroßen Bereich? Haben wir von Rational AG. Ja, in Deutschland gibt es super Firmen, wirklich geniale Firmen. Fuchs Petrolub, genau. Die Familie Fuchs aus Mannheim, die machen so Schmieröle für Motoren. Verkaufen das rund um die Welt und kaufen immer mehr Schmierölhersteller dazu. Hugo Boss. Da ist, glaube ich, die Familie raus, aber da ist so ein Investor rein. ProSieben noch ein Hingucker. Das Problem ist, ProSieben, dass das Fernsehverhalten sich verändert. Die Leute wollen Filme streamen auf Netflix, auf Amazon Prime und so. Und das traditionelle Fernsehen leidet, weil die Leute lieber streamen. Die wollen schauen, wann sie schauen wollen und nicht, wann der Film offiziell startet. Und die wollen auch werbefrei der Fernseh schauen. Deswegen leiden die Fernsehkonzerne. Auch RTL sind ja auch börsennotiert. Walt Disney hat auch damit zu kämpfen. Die haben ja zwei Kanäle, zwei große Fernsehfamilien. ABC und ESPN, der Sportkanal, die leiden auch Walt Disney. Genau unter dem Zuschauerverhalten ändert sich schlagartig durch das Internet. Das Internet ist schneller geworden durch die schnelleren Kabelverbindungen, durch Glasfaser. Und dadurch können die Leute schön daheim streamen. Okay, langfristig bei Disney, ja, ist ein super Wert. Ich denke, die werden die Krise überstehen. ProSieben wird die Krise auch überstehen und RTL werden wahrscheinlich neue Geschäftsfelder aufbauen. Die gehen halt dann stärker ins Internet, machen E-Commerce und so weiter und so fort. Okay, aber sie haben halt jetzt ganz schön zu kämpfen, obwohl sie sehr mächtig und groß sind. Aber auch die Werbekunden verlagern sich halt. Die gehen dorthin, wo die Leute sind. Die gehen mehr online, die Werbekunden. Die machen lieber Werbung bei Facebook oder über Google. Das kann man auch gezielter Werbung machen. Wie viele Positionen hältst du? Das sind so 40 Positionen. Und es werden immer mehr, weil ich habe immer mehr Ideen. Die bleiben einfach da liegen, so wie sie liegen, wenn eine mal hops geht. Das passiert im schlimmsten Fall, aber es sind weniger, aber trotzdem bleiben sie auch liegen. Okay. Wie findest du Southern Company oder Consolidated Edison? Eigentlich zwei grundsolide. Ja, Con Edison, Consolidated Edison ist hier in New York. Die machen die Stromversorgung, ist ein Stromversorger. Es ist eine Dividendenperle, die erhöhen die Dividende seit über 25 Jahren, jedes Jahr. Das ist ein Aristokrat, eine Perle, ein Adliger und extrem stabil. New York wächst durch den Zuzug. Venezuela pleite. Ja, die sind eigentlich schon pleite. Venezuela ist eigentlich schon pleite. Ja, das ist eine Dividendenperle. Wie gesagt, Nestlé hat auch schon momentan schwer zu kämpfen. Ja, ist aber trotzdem konservativer Wert. Die machen ja das ganze Essen, Nudeln und Wasser und Getränke. Nestlé, Weltmarktführer im verpackten Lebensmitteln. Boeing hat sich massiv erholt. Durch den Flugverkehr, durch die Reisetätigkeit wird massiv erhöht und der Wettkampf der Airlines, Asien, die wollen ja alle reisen, die Chinesen wollen reisen, die Inder wollen reisen, wollen die Welt sehen. Und die Geschäftstätigkeit nimmt zu, die Reisetätigkeit der Geschäftsleute, Boeing, machen aber auch Rüstung. Rüstungsaktien habe ich nicht im Depot. Da bin ich bisschen, habe ich ein bisschen Probleme, ehrlich gesagt. Aber wenn jemand, also da gibt es auch Perlen, muss ich sagen, Lockheed Martin und da gibt es Perlen im Rüstungsbereich. Aber es ist nicht mein Ding. Ich habe die nicht im Depot. Aber wenn jemand damit leben kann, kann er bestimmt da auch gutes Geld verdienen. Okay. Selfie-Stick kaufen. Bessere Kameraperspektive. Ich habe so einen Selfie-Stick gehabt. Und ich muss sagen, das Ding ist mir abgebrochen. Aber ich glaube, du hast recht. Da könnte ich eine bessere Perspektive hinkriegen. Ukrainische Aktien. Ist das jetzt ein Witz oder was? Naja, also ukrainische Aktien mache ich jetzt nicht. Infineon, okay, Infineon machen Elektromobilität. Ja, die machen so Mikroprozessoren. Also Infineon so eine Art Chips. Das war ja mal ein Krisenkandidat, das war mal ein Pennystock und heute geht es denen gut. Ich glaube, die stehen bei 24 Euro oder so. Ein DAX-Wert. Sehr stabil. Die verdienen sehr viel Cashflow.
Die rüsten im Grunde überwiegend die Automobilindustrie aus. Also wenn dein Auto, wenn du so deinen Schlüssel klickst, Infineon macht dann die automatische Tür auf und zu. Diese Türöffner machen die mit Sensoren. Die machen Fahrkomfort, Fahrsicherheit. Ich glaube, bei im Bereich Infineon macht im Bereich Airbag und so Kontrolle und Steuerung. Also sehr, sehr clever. Die arbeiten mit den Großen, mit Tesla zusammen, mit BMW zusammen. Die arbeiten mit Baidu zusammen, der Internetsuchmaschine in China. Die haben so eine Technologieplattform jetzt gestartet, Baidu. Die wollen das autonome Fahren voranbringen. Da hat Infineon gesagt, okay, ich bin dabei. Continental hat gesagt, ich bin dabei bei Baidu. Die machen so eine Art Open Source Projekt, dass jeder da seine Kenntnisse einbringen kann in China. Infineon ist wirklich super am Laufen. Die steigern den Umsatz um 8, 9% jedes Jahr. Die verdienen gute Margen, sind sehr profitabel, zahlen eine kleine Dividende und bauen die Dividende auch aus. Ich glaube, die kriegt man sogar steuerfrei, die Dividende, weil die noch irgendwie so Verluste verrechnen können. Super Wert, glaube ich, obwohl sie auch schon gut gelaunt sind. Aber der Chipmarkt ist zyklisch, aber nicht mehr so zyklisch, wie er mal war, weil wir werden ja immer moderner, es wird alles digitaler. Und Infineon rüstet auch Fabriken aus, die sind gut in Industrie 4.0, also moderne Industrieproduktion, digitalisieren alles. Wirklich super Wert. Panasonic habe ich mich jetzt gar nicht so mit beschäftigt. Sorry. Ja, danke, du. Bin off, okay, Hermann, mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Ihr seid echt freundlich und nett. Procter, Vielmann, Allianz. Nestlé, Procter, Vielmann, Allianz. Ja, ich glaube, das sind ganz gute Werte. Vielmann habe ich nicht. Nestlé habe ich nicht, aber es sind trotzdem super, sind super Werte. Roche, Novartis sind super Werte. Ja, Roche, Novartis, ja auch Dividendenperlen, Pharma, Healthcare. Leider ein Teil von Infineon verkauft. Ja, ich glaube, die sind gar nicht. Also früher war es so, Technologie war immer riskant und da haben die Leute gedacht, ah, Technologie ist so hohem Risiko verbunden, aber heute durch die Digitalisierung ist Technologie gar nicht mehr riskant, sondern es ist sehr stabil und robust und alles andere als riskant. Es sind Gewinnmaschinen und da kann man geruhsam investieren, ohne groß Angst zu haben, weil die Welt wird digitaler, wird die Technologie gewinnt. Wer heute nicht in Technologie investiert, ist auf verlorenem Posten und kann den Rückstand gar nicht mehr aufholen. Okay, dann macht's mal gut. Dann wünsche ich euch alles Gute bei euren Plänen für 2018. Bleibt an den Zielen dran, verbessert euch und bis die Tage. Macht's gut. Ciao.